So, wir sind zurück. Nachdem wir ja auf dem Hof waren mit den Hühnern, finden sie jetzt heute den Weg zurück in den Weinberg. Wir haben hier einen Schopf stehen, der wird zwar demnächst abgebaut, aber momentan ist es jetzt super, dass der Wagen da einfach stehen kann. Und hier ist der Weinberg. Und das Schöne ist jetzt hier, dass wir da Weizen, Winterweizen drin haben. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass sie den platt machen, weil da bin ich jetzt auch schon mal durchgefahren, sie den platt machen und fressen. Also wir haben hier das Hühnerfutter in den Spätburgunder reingesät und die soll ja hier im Spätburgunder sich gütlichst tun an den Kirschessigfruchtfliegen. Und deswegen jetzt zum Zeitpunkt der Blüte sind wir hier mit den Hühnern. Und die müssen jetzt natürlich erstmal rauskommen. Und dann ist die Hoffnung, dass sie den Weg auch wieder zurückfinden. Weil die waren jetzt 2 Tage eingesperrt in dem Stall. Weil Hühner sind ja nestreu und dann sperrt man die einfach im neuen Stall ein. Und dann finden die ihren Weg. So, da kommt das nächste raus. Na komm auf. Ist das die mutige Martha? Die hat noch was im Kropf. Siehst du das, dass die so einen Sack am Hals hängen hat? Das ist der Kropf. Jawohl, die nächsten drücken einfach hinterher und dann geht's raus. Und irgendeine wird dann schon wieder reinfinden und die anderen gehen hinterher. Da kommt die nächste. Wichtig ist bei sowas, wenn man so einen Hühnerstall mit Beinen hat oder überhaupt, dass man genug Licht hat. Deswegen haben wir hier diese Fenster eingebaut. Und die Fenster habe ich hier auf der Ostseite. Da hinten geht die Sonne auf, sodass die richtig schön morgens Licht in den Stall reinkriegen. Damit sie früh morgens mit den ersten hellen Sonnenstrahlen, dass sie früh morgens rausgehen und hier aktiv werden im Weinberg. Soweit, ein kleines Hühner-Update. Wird es jetzt in Zukunft mal wieder öfters gehen, weil ich dann doch hier draußen im Weinberg bin und dann euch zeigen kann, was die so treiben hier. Ja, komm raus, komm. Den Hühnerstall habe ich übrigens so gebaut, dass er hier hinten das Nest hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte. Hier hinten hat er das Nest. Das sind 4 Kuhlen, sodass man von außen dran kommt, um die Eier zu holen. Und hier sind 4 Nester. Und die habe ich jetzt mit Hanfhäcksel. Ein Hanfhäcksel mit Zitronella. Zitronella ist gegen Fliegen und verduftet den ganzen Stall gegen Zitronella. Und jetzt müssen die sich erstmal hier, bis die rauskommen. So, da sind sie wieder. Die Hühner in den Reben. Da sind sie wieder. Und das ist Fiepsi, unser großer Hahn, der Aufpasser. Der Fiepsi ist ja bei uns auf die Welt gekommen. So, da kommen sie. Raus und gleich geflüchtet. Wo sind die anderen genau? Hier gibt es jede Menge zu futtern. Und die Hähne sind die Aufpasser. Die 2 sind die Soldaten. Die müssen jetzt schauen, was hier abgeht. Vielen Dank für die Sounduntermalung.